Also wir haben in Wien eine Situation, wo viele Menschen vorwiegend aus Europa, aus einem christlich-europäischen Abendland zugewandert sind und sich hier hervorragend integriert haben. Da ist ja oftmals bei europäischen Zuwanderern, ob die aus Serbien, aus Kroatien, aus Ungarn, aus Tschechien, aus Frankreich oder woher auch immer aus Europa kommen, ist ja oftmals nur die Sprache die Integrationsbarriere. Kulturell und religiös bedingt haben wir einen gemeinsamen Kulturraum, wo wir im Grunde genommen ja ein christlich-europäisches Abendland vorfinden und auch keine Differenzen da sind. Das heißt, jene Menschen, die aus Europa zu uns nach Wien zugewandert sind und dann die Landessprache Deutsch erlernt haben und diese auch beherrschen und dann in Folge hier fleißig arbeiten und Steuern zahlen und anständige Bürger sind, da gibt es überhaupt kein Problem. Das sind positive Integrationsbeispiele, die wir da in Wien zuhauf haben. Und das sind auch Menschen, die oftmals auch wirklich eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sind und in Folge dann auch zu Recht auch die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten und begeisterte Österreicher sind. Also ich habe so viele Freunde aus Serbien, aus Kroatien, aus unterschiedlichsten Bereichen, aus Ungarn, ja, aus Tschechien, die dann als Neo-Österreicher hier hervorragende Leistungen zum Besten bringen. Teilweise, ich sage im Sportbereich, im österreichischen Nationalteam, im Basketball-Nationalteam spielen oder im Bereich als Karate-Staatsmeister Freunde von mir erfolgreich sind. Das zeigt auch, wie viele positive Integrationsbeispiele es gibt und da hat kein vernünftiger Österreicher ein Problem damit und auch kein Wiener ein Problem damit. Es gibt aber leider Gottes eine zweite Gruppe von Menschen, die zu uns gekommen sind, die nicht bereit sind, sich zu integrieren, die nicht bereit sind, Deutsch zu lernen, die nicht bereit sind, zu arbeiten und dann glauben, unserem Sozialsystem auf der Tasche liegen zu können und es missbrauchen zu können und am Ende vielleicht sogar kriminell werden. Und da sage ich zur zweiten Gruppe, das ist eine unanständige Gruppe. Und ich differenziere zwischen anständigen Menschen und unanständigen Menschen. Und wenn jemand glaubt, unanständig sein zu müssen, dann ist er hier nicht erwünscht. Und genau das ist auch unsere Differenzierung in dieser Frage. Wir wollen, dass man sich hier integriert. Wir wollen, dass man hier auch arbeitet, wenn man herkommt, dass man kein Gastarbeitsloser ist, der ein Leben lang hier als Arbeitsloser glaubt, leben zu können. Das geht in keinem Land, funktioniert auch in keinem Land. Und genau das wollen wir im Interesse aller Bürger, die in Wien leben, vor allen Dingen auch der gut integrierten Zuwanderer, wollen wir das endlich auch im positiven Sinn umsetzen politisch. Was soll der Staat oder die Gemeinde tun, um die Integration zu fördern? Integration ist immer eine Bringschuld. Das heißt, wenn ich in ein Land gehe und es mir verbessern kann, und ich gehe ja nicht grundlos in ein Land, weg von meiner Heimat, sondern ich gehe ja meistens dann weg von meiner Heimat, weil ich ein besseres Berufsangebot habe, weil ich mir Vorteile erwarte. Deshalb geht man in der Regel auch in ein anderes Land oder wandert woanders hin und bekommt dort, wenn man die Chance bekommt, auch die Möglichkeit eben zu arbeiten, besser zu verdienen, vielleicht auch bessere Sozial- und Gesundheitssysteme vorzufinden. Und dann hat man auch eine Bringschuld, wenn man dorthin geht, dass man so schnell wie möglich danach trachtet, auch die Landessprache zu erlernen, dass man die Sitten und Gebräuche des Gastlandes auch respektiert und sich auch hier integriert. Und das erleben wir, das machen viele, viele Menschen, da soll es auch städtische Angebote geben, keine Frage, auch Anreize geben, aber ich sage auch ganz bewusst, auch Anreize in die Richtung, dass wenn jemand nicht bereit ist, sich zu integrieren, wenn jemand nicht bereit ist, die Landessprache zu erlernen, dass man natürlich dann auch sagt, also bitte dann auch sofortige Streichung von sozialen Sonderleistungen. Ne? Denn ich meine, es sollte ja bitte auch einmal sichergestellt werden, dass das, was Bruno Kreisky gemacht hat, nämlich gewisse soziale Sonderleistungen auf die Staatsbürgerschaft festzulegen, dass das auch wieder von unserer Seite angedacht wird. Das waren tolle Errungenschaften unter Bruno Kreisky und ich habe auch vor, so wie Bruno Kreisky, gewisse soziale Sonderleistungen wieder an der Staatsbürgerschaft festzumachen, wo jene Menschen, die sich dann positiv und erfolgreich integrieren, am Ende der Integrationsleiter auch als Dankeschön für ihre Leistung im Bereich der Integration auch alle Sonderleistungsansprüche erhalten sollen. Aber nicht so wie heute am Beginn gleich alles geschenkt bekommen, ja, und dann in Wirklichkeit gar kein Anreiz mehr da ist im Bereich der Integration und man im Grunde genommen das auch wahrnehmen kann, dass wir leider Gottes in Wien auch erleben müssen, dass es Parallel- und Gegengesellschaften gibt, dass es Schulklassen gibt in Wien mit 30 Kindern in einer Schulklasse, wo nur mehr ein, zwei österreichische Kinder sitzen. Also das hat mit Integration nichts mehr zu tun. Das sind quasi fast schon reine Ausländerklassen, die wir da erleben, wo nur mehr ein, zwei österreichische Kinder da drinnen sitzen, wo das Bildungsniveau dramatisch gesunken ist.
und die Integration gar nicht mehr funktioniert. Und da müssen wir doch gegensteuern im Interesse aller betroffenen Kinder. Weil da haben ja auch die Kinder mit Migrationshintergrund keinen Vorteil. Wenn die heute in Schulklassen sitzen mit bei 30 Kindern, mit 26 Kindern mit Migrationshintergrund, dann glauben Sie, für die Kinder ist das förderlich, was die dann noch für eine Chance haben später in der Gesellschaft bei einer Situation, wo das Bildungsniveau in manchen Bereichen so dramatisch gesunken ist. Da braucht es Quoten. Und da müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir die Schülerklassenzahlen senken auf 25. Da braucht es mehr Klassen, mehr Lehrer, ja, damit man auch das Bildungsniveau anheben kann. Und da braucht es auch eine Quote von 20-30% in Schulklassen für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache, damit wir Bildungsniveau anheben und Integration endlich wieder optimieren in Wien. Und da ist nichts passiert in den letzten Jahren. Da hat die SPÖ völlig versagt. Da haben wir quasi statt Integration eine Deintegration erlebt und die Schaffung von Parallel- und Gegengesellschaften in manchen Bereichen. Und diese Anreize und Angebote, die es jetzt gibt, die reichen offensichtlich nicht aus. Welche neuen Nein, es sind völlig falsche Ansätze. Also der kostenlose Kindergarten macht überhaupt keinen Sinn. Den kostenlosen Kindergarten würde ich zum Staatsbürgerrecht machen, nämlich österreichische Staatsbürger und EU-Staatsbürger sollen hier den Anspruch auf kostenlose Kindergärten haben, nicht EU-Bürger nicht. Aber jedes Kind ab dem 5. Lebensjahr, das eben der deutschen Sprache nicht mächtig ist, würde ich als Wiener Bürgermeister Sorge tragen, dass wir eine verpflichtende Deutschvorschule in Wien haben, weil da bringt es nämlich gar nichts, dass das Kind im Kindergarten eine Betreuung wahrnimmt, sondern da müssen wir schauen, dass wir den Deutschschwerpunkt rechtzeitig sicherstellen, damit das Kind dann eben nicht als außerordentlicher Schüler mitgeschleppt wird und im Grunde genommen keine Chance mehr in der Zukunft hat, sondern ab dem 5. Lebensjahr in einer verpflichtenden Deutschvorschule die Landessprache Deutsch auch lernt. Wenn es dann mit 6 Jahren soweit ist, das Kind dem Unterricht folgen zu können, dann soll es in der Regelschule eben auch zugelassen werden. Wenn nicht, muss man ein weiteres Jahr anhängen wie in Finnland bis zum 7. Lebensjahr und dann das Kind am Regelschulunterricht zulassen, damit das Kind eine Chance hat. Heute werden die Kinder als außerordentliche Schüler mitgeschleppt. Also ich sage nur, Vergleichsbeispiel, in Oberösterreich sind das 10.000 Schüler, außerordentliche Schüler. In Wien sind das wesentlich mehr, ja, ich möchte jetzt gar nicht sagen, also über 30.000 ordentliche Schüler, ja, außerordentliche Schüler. Außerordentlich, da glaubt man immer, das sind besonders Begabte. Ne? Aber außerordentliche Schüler sind leider Gottes Schüler, die dem Unterricht nicht folgen können, daher auch nicht benotet werden, das erste und zweite Jahr im Regelschulunterricht, und dann irgendwie mitgeschleppt werden. Und die stehen dann mit 14 Jahren da, oftmals mit einer schlechten Ausbildung und haben dann keine Chance auf einen Berufsplatz. Und das sind genau dann die Problemfälle, die wir heute erleben. Und da haben wir besonders in Wien durch die dramatische politische Fehlentwicklung der SPÖ sehr, sehr viele Fälle, die dann mit 14 Jahren dastehen und in Wirklichkeit keine Perspektive haben. Und begeisterte Österreicher sind. Also ich habe so viele Freunde aus Serbien, aus Kroatien, aus unterschiedlichsten Bereichen, aus Ungarn, ja, aus Tschechien, die dann als Neo-Österreicher hier hervorragende Leistungen zum Besten bringen. Teilweise, ich sage im Sportbereich, im österreichischen Nationalteam, im Basketball-Nationalteam spielen oder im Bereich als Karate-Staatsmeister Freunde von mir erfolgreich sind. Das zeigt auch, wie viele positive Integrationsbeispiele es gibt und da hat kein vernünftiger Österreicher ein Problem damit und auch kein Wiener ein Problem damit. Es gibt aber leider Gottes eine zweite Gruppe von Menschen, die zu uns gekommen sind, die nicht bereit sind, sich zu integrieren, die nicht bereit sind, Deutsch zu lernen, die nicht bereit sind, zu arbeiten und dann glauben, unserem Sozialsystem auf der Tasche liegen zu können und es missbrauchen zu können und am Ende vielleicht sogar kriminell werden. Und da sage ich zur zweiten Gruppe, das ist eine unanständige Gruppe. Und ich differenziere zwischen anständigen Menschen und unanständigen Menschen. Und wenn jemand glaubt, unanständig sein zu müssen, dann ist er hier nicht erwünscht. Und genau das ist auch unsere Differenzierung in dieser Frage. Wir wollen, dass man sich hier integriert. Wir wollen, dass man hier auch arbeitet, wenn man herkommt, dass man kein Gastarbeitsloser ist, der ein Leben lang hier als Arbeitsloser glaubt, leben zu können. Das geht in keinem Land, funktioniert auch in keinem Land. Und genau das wollen wir im Interesse aller Bürger, die in Wien leben. Vor allen Dingen auch der gut integrierten Zuwanderer, wollen wir das endlich auch im positiven Sinn umsetzen politisch. Und was soll der Staat oder die Gemeinde tun, um die Integration zu fördern? Integration ist immer eine Bringschuld. Das heißt, wenn ich in ein Land gehe und es mir verbessern kann, und ich gehe ja nicht grundlos in ein Land, weg von meiner Heimat, sondern ich gehe meistens dann weg von meiner Heimat, weil ich ein besseres Berufsangebot habe, weil ich mir Vorteile erwarte. Deshalb geht man in der Regel auch in ein anderes Land oder wandert woanders hin und bekommt dort, wenn man die Chance bekommt, auch die Möglichkeit eben zu arbeiten, besser zu verdienen, vielleicht auch bessere Sozial- und Gesundheitssysteme vorzufinden. Und dann hat man auch eine Bringschuld, wenn man dorthin geht, dass man so schnell wie möglich dann auch
trachtet, auch die Landessprache zu erlernen, dass man die Sitten und Gebräuche des Gastlandes auch respektiert und sich auch hier integriert. Und das erleben wir. Also wir haben in Wien eine Situation, wo viele Menschen vorwiegend aus Europa, aus einem christlich-europäischen Abendland zugewandert sind und sich hier hervorragend integriert haben. Da ist ja oftmals bei europäischen Zuwanderern, ob die aus Serbien, aus Kroatien, aus Ungarn, aus Tschechien, aus Frankreich oder wer auch immer aus Europa kommen, ist ja oftmals nur die Sprache die Integrationsbarriere. Kulturell und religiös bedingt haben wir einen gemeinsamen Kulturraum, wo wir im Grunde genommen ja ein christlich-europäisches Abendland vorfinden und auch keine Differenzen da sind. Das heißt, jene Menschen, die aus Europa zu uns nach Wien zugewandert sind und dann die Landessprache Deutsch erlernt haben und diese auch beherrschen und dann in Folge hier fleißig arbeiten und Steuern zahlen und anständige Bürger sind, da gibt es überhaupt kein Problem. Das sind positive Integrationsbeispiele, die wir da in Wien zuhauf haben. Und das sind auch Menschen, die oftmals auch wirklich eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sind und in Folge dann auch zu Recht auch die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Ja, das machen viele, viele Menschen. Da soll es auch städtische Angebote geben, keine Frage. Auch Anreize geben. Aber ich sage auch ganz bewusst, auch Anreize in die Richtung, dass wenn jemand nicht bereit ist, sich zu integrieren, wenn jemand nicht bereit ist, die Landessprache zu erlernen, dass man natürlich dann auch sagt, also bitte dann auch sofort die Streichung von sozialen Sonderleistungen. Ne? Denn ich meine, es sollte ja bitte auch einmal sichergestellt werden, dass das, was Bruno Kreisky gemacht hat, nämlich gewisse soziale Sonderleistungen auf die Staatsbürgerschaft festzulegen, dass das auch wieder von unserer Seite angedacht wird. Das waren tolle Errungenschaften unter Bruno Kreisky und ich habe auch vor, so wie Bruno Kreisky, gewisse soziale Sonderleistungen wieder an der Staatsbürgerschaft festzumachen, wo jene Menschen, die sich dann positiv und erfolgreich integrieren, am Ende der Integrationsleiter auch als Dankeschön für ihre Leistung im Bereich der Integration auch alle Sonderleistungsansprüche erhalten sollen. Aber nicht so wie heute am Beginn gleich alles geschenkt bekommen, ja, und dann in Wirklichkeit gar kein Anreiz mehr da ist im Bereich der Integration und man im Grunde genommen das auch wahrnehmen kann, dass wir leider Gottes in Wien auch erleben müssen, dass es Parallel- und Gegengesellschaften gibt, dass es Schulklassen gibt in Wien mit 30 Kindern in einer Schulklasse, wo nur mehr ein, zwei österreichische Kinder sitzen. Also das hat mit Integration nichts mehr zu tun. Das sind quasi fast schon reine Ausländerklassen, die wir da erleben, wo nur mehr ein, zwei österreichische Kinder da drinnen sitzen, wo das Bildungsniveau dramatisch gesunken ist und die Integration gar nicht mehr funktioniert. Und da müssen wir doch gegensteuern im Interesse aller betroffenen Kinder. Weil da haben ja auch die Kinder mit Migrationshintergrund keinen Vorteil. Wenn die heute in Schulklassen sitzen mit bei 30 Kindern, mit 26 Kindern mit Migrationshintergrund, dann glauben Sie, für die Kinder ist das förderlich, was die dann noch für eine Chance haben später in der Gesellschaft bei einer Situation, wo das Bildungsniveau in manchen Bereichen so dramatisch gesunken ist. Da braucht es Quoten. Und da müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir die Schülerklassenzahlen senken, auf 25, da braucht es mehr Klassen, mehr Lehrer, ja, damit man auch das Bildungsniveau anheben kann und da braucht es auch eine Quote von 20-30% in Schulklassen für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache, damit wir Bildungsniveau anheben und Integration endlich wieder optimieren in Wien. Und da ist nichts passiert in den letzten Jahren. Da hat die SPÖ völlig versagt, da haben wir quasi statt Integration eine Deintegration erlebt und die Schaffung von Parallel- und Gegengesellschaften in manchen Bereichen. Es sind völlig falsche Ansätze. Also der kostenlose Kindergarten macht überhaupt keinen Sinn. Den kostenlosen Kindergarten würde ich zum Staatsbürgerrecht machen, nämlich österreichische Staatsbürger und EU-Staatsbürger sollen hier den Anspruch auf kostenlose Kindergärten haben, nicht EU-Bürger nicht. Aber jedes Kind ab dem 5. Lebensjahr, das eben der deutschen Sprache nicht mächtig ist, würde ich als Wiener Bürgermeister Sorge tragen, dass wir eine verpflichtende Deutschvorschule in Wien haben, weil da bringt es nämlich gar nichts, dass das Kind im Kindergarten eine Betreuung wahrnimmt, sondern da müssen wir schauen, dass wir den Deutschschwerpunkt rechtzeitig sicherstellen, damit das Kind dann eben nicht als außerordentlicher Schüler mitgeschleppt wird und im Grunde genommen keine Chance mehr in der Zukunft hat, sondern ab dem 5. Lebensjahr in einer verpflichtenden Deutschvorschule die Landessprache Deutsch auch lernt. Wenn es dann mit 6 Jahren soweit ist, das Kind dem Unterricht folgen zu können, dann soll es in der Regelschule eben auch zugelassen werden. Wenn nicht, muss man ein weiteres Jahr anhängen wie in Finnland bis zum 7. Lebensjahr und dann das Kind am Regelschulunterricht zulassen, damit das Kind eine Chance hat. Heute werden die Kinder als außerordentliche Schüler mitgeschleppt. Also ich sage nur, Vergleichsbeispiel, in Oberösterreich sind das 10.000 Schüler, außerordentliche Schüler. In Wien sind das wesentlich mehr, ja, ich möchte jetzt gar nicht sagen, also über 30.000
ordentliche Schüler, ja, außerordentliche Schüler. Außerordentlich, da glaubt man immer, das sind besonders Begabte. Ne? Aber außerordentliche Schüler sind leider Gottes Schüler, die dem Unterricht nicht folgen können, daher auch nicht benotet werden, das erste und zweite Jahr im Regelschulunterricht, und dann irgendwie mitgeschleppt werden. Und die stehen dann mit 14 Jahren da, oftmals mit einer schlechten Ausbildung und haben dann keine Chance auf einen Berufsplatz. Und das sind genau dann die Problemfälle, die wir heute erleben. Und da haben wir besonders in Wien durch die dramatische politische Fehlentwicklung der SPÖ sehr, sehr viele Fälle, die dann mit 14 Jahren dastehen und in Wirklichkeit keine Perspektive haben. Und begeisterte Österreicher sind. Also ich habe so viele Freunde aus Serbien, aus Kroatien, aus unterschiedlichsten Bereichen, aus Ungarn, ja, aus Tschechien, die dann als Neo-Österreicher hier hervorragende Leistungen zum Besten bringen. Teilweise, ich sage im Sportbereich, im österreichischen Nationalteam, im Basketball-Nationalteam spielen oder im Bereich als Karate-Staatsmeister Freunde von mir erfolgreich sind. Das zeigt auch, wie viele positive Integrationsbeispiele es gibt, und da hat kein vernünftiger Österreicher ein Problem damit und auch kein Wiener ein Problem damit. Es gibt aber leider Gottes eine zweite Gruppe von Menschen, die zu uns gekommen sind, die nicht bereit sind, sich zu integrieren, die nicht bereit sind, Deutsch zu lernen, die nicht bereit sind, zu arbeiten und dann glauben, unserem Sozialsystem auf der Tasche liegen zu können und es missbrauchen zu können und am Ende vielleicht sogar kriminell werden. Und da sage ich zur zweiten Gruppe, das ist eine unanständige Gruppe. Und ich differenziere zwischen anständig und religiös bedingt, haben wir einen gemeinsamen Kulturraum, wo wir im Grunde genommen ja ein christlich-europäisches Abendland vorfinden und auch keine Differenzen da sind. Das heißt, jene Menschen, die aus Europa zu uns nach Wien zugewandert sind und dann die Landessprache Deutsch erlernt haben und diese auch beherrschen und dann in Folge hier fleißig arbeiten und Steuern zahlen und anständige Bürger sind, da gibt es überhaupt kein Problem. Das sind positive Integrationsbeispiele, die wir da in Wien zuhauf haben. Und das sind auch Menschen, die oftmals auch wirklich eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sind und in Folge dann auch zu Recht auch die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten und begeisterte Österreicher sind. Also ich habe so viele Freunde aus Serbien, aus Kroatien, aus unterschiedlichsten Bereichen, aus Ungarn, ja, aus Tschechien, die dann als Neo-Österreicher hier hervorragende Leistungen zum Besten bringen. Teilweise, ich sage im Sportbereich, im österreichischen Nationalteam, im Basketball-Nationalteam spielen oder im Bereich als Karate-Staatsmeister Freunde von mir erfolgreich sind. Das zeigt auch, wie viele positive Integrationsbeispiele es gibt und da hat kein vernünftiger Österreicher ein Problem damit und auch kein Wiener ein Problem damit. Es gibt aber leider Gottes eine zweite Gruppe von Menschen, die zu uns gekommen sind, die nicht bereit sind, sich zu integrieren, die nicht bereit sind, Deutsch zu lernen, die nicht bereit sind, zu arbeiten und dann glauben, unserem Sozialsystem auf der Tasche liegen zu können und es missbrauchen zu können und am Ende vielleicht sogar kriminell werden. Und da sage ich zur zweiten Gruppe, das ist eine unanständige Gruppe. Und ich differenziere zwischen anständigen Menschen und unanständigen Menschen. Und wenn jemand glaubt, unanständig sein zu müssen, dann ist er hier nicht erwünscht. Und genau das ist auch unsere Differenzierung in dieser Frage. Wir wollen, dass man sich hier integriert. Wir wollen, dass man hier auch arbeitet, wenn man herkommt, dass man kein Gastarbeitsloser ist, der ein Leben lang hier als Arbeitsloser glaubt, leben zu können. Das geht in keinem Land, funktioniert auch in keinem Land. Und genau das wollen wir im Interesse aller Bürger, die in Wien leben. Vor allen Dingen auch der gut integrierten Zuwanderer, wollen wir das endlich auch im positiven Sinn umsetzen politisch. Was sollte der Staat oder die Gemeinde tun, um die Integration zu fördern? Integration ist immer eine Bringschuld. Das heißt, wenn ich in ein Land gehe und es mir verbessern kann, und ich gehe ja nicht grundlos in ein Land, weg von meiner Heimat, sondern ich gehe ja meistens dann weg von meiner Heimat, weil ich ein besseres Berufsangebot habe, weil ich mir Vorteile erwarte, deshalb geht man in der Regel auch in ein anderes Land oder wandert woanders hin und bekommt dort, wenn man die Chance bekommt, auch die Möglichkeit eben zu arbeiten, besser zu verdienen, vielleicht auch bessere Sozial- und Gesundheitssysteme vorzufinden, und dann hat man auch eine Bringschuld, wenn man dorthin geht, dass man so schnell wie möglich danach trachtet, auch die Landessprache zu erlernen, dass man die Sitten und Gebräuche des Gastlandes auch respektiert und sich auch hier integriert. Und das erleben wir, das machen viele, viele Menschen, da soll es auch städtische Angebote geben, keine Frage, auch Anreize geben, aber ich sage auch ganz bewusst, auch Anreize in die Richtung, dass wenn jemand nicht bereit ist, sich zu integrieren, wenn jemand nicht bereit ist, die Landessprache zu erlernen, dass man macht wird. Das waren tolle Errungenschaften unter Bruno Kreisky und ich habe auch vor, so wie Bruno Kreisky, gewisse soziale Sonderleistungen wieder an der Staatsbürgerschaft festzumachen, wo jene Menschen, die sich dann positiv und erfolgreich integrieren, am Ende der Integrationsleiter auch als Dankeschön für ihre Leistung im Bereich der Integration auch alle Sonderleistungsansprüche erhalten sollen. Aber nicht so wie heute am Beginn, gleich alles geschenkt bekommen, ja, und dann in Wirklichkeit gar kein Anreiz mehr da ist im Bereich der Integration und man
im Grunde genommen das auch wahrnehmen kann, dass wir leider Gottes in Wien auch erleben müssen, dass es Parallel- und Gegengesellschaften gibt, dass es Schulklassen gibt in Wien mit 30 Kindern in einer Schulklasse, wo nur mehr ein, zwei österreichische Kinder sitzen. Also das hat mit Integration nichts mehr zu tun. Das sind quasi fast schon reine Ausländerklassen, die wir da erleben, wo nur mehr ein, zwei österreichische Kinder da drinnen sitzen, wo das Bildungsniveau dramatisch gesunken ist und die Integration gar nicht mehr funktioniert. Und da müssen wir doch gegensteuern im Interesse aller betroffenen Kinder. Weil da haben ja auch die Kinder mit Migrationshintergrund keinen Vorteil. Wenn die heute in Schulklassen sitzen mit bei 30 Kindern, mit 26 Kindern mit Migrationshintergrund, dann glauben Sie, für die Kinder ist das förderlich, was die dann noch für eine Chance haben später in der Gesellschaft bei einer Situation, wo das Bildungsniveau in manchen Bereichen so dramatisch gesunken ist. Da braucht es Quoten. Und da müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir die Schülerklassenzahlen senken, auf 25, da braucht es mehr Klassen, mehr Lehrer, ja, damit man auch das Bildungsniveau anheben kann. Und da braucht es auch eine Quote von 20-30% in Schulklassen für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache, damit wir Bildungsniveau anheben und Integration endlich wieder optimieren in Wien. Und da ist nichts passiert in den letzten Jahren. Da hat die SPÖ völlig versagt. Da haben wir quasi statt Integration eine Deintegration erlebt und die Schaffung von Parallel- und Gegengesellschaften in manchen Bereichen. Nein, es sind völlig falsche Ansätze. Also der kostenlose Kindergarten macht überhaupt keinen Sinn. Den kostenlosen Kindergarten würde ich zum Staatsbürgerrecht machen, nämlich österreichische Staatsbürger und EU-Staatsbürger sollen hier den Anspruch auf kostenlose Kindergärten haben, nicht EU-Bürger nicht. Aber jedes Kind ab dem 5. Lebensjahr, das eben der deutschen Sprache nicht mächtig ist, würde ich als Wiener Bürgermeister Sorge tragen, dass wir eine verpflichtende Deutschvorschule in Wien haben, weil da bringt es nämlich gar nichts, dass das Kind im Kindergarten eine Betreuung wahrnimmt, sondern da müssen wir schauen, dass wir den Deutschschwerpunkt rechtzeitig sicherstellen, damit das Kind dann eben nicht als außerordentlicher Schüler mitgeschleppt wird und im Grunde genommen keine Chance mehr in der Zukunft hat, sondern ab dem 5. Lebensjahr in einer verpflichtenden Deutschvorschule die Landessprache Deutsch auch lernt. Wenn es dann mit 6 Jahren soweit ist, das Kind dem Unterricht folgen zu können, dann soll es in der Regelschule eben auch zugelassen werden. Wenn nicht, muss man ein weiteres Jahr anhängen wie in Finnland bis zum 7. Lebensjahr und dann das Kind am Regelschulunterricht zulassen, damit das Kind eine Chance hat. Heute werden die Kinder als außerordentliche Schüler mitgeschleppt. Also ich sage nur, Vergleichsbeispiel, in Oberösterreich sind das 10.000.